HDP existiert vielleicht seit 10 Jahren, aber der Kampf der kurdischen Frauenbewegung läuft schon über 30 Jahren in der Türkei, die massiv auf allen Ebenen in der Türkei für die Selbstbestimmung der Frauen ihre Aktivitäten durchgeführt hat. Natürlich ist es für uns wichtig, dass die feministische Stimme erhöht wird in der Türkei, aber auch in Kurdistan, weltweit. Denn wir sprechen ja immer wieder von Defizite innerhalb der Gesellschaften, was die Frauenrechte angeht. Und wir als kurdische Frauenbewegung haben natürlich sehr viel Interesse daran gehabt und auch sehr viel daran gearbeitet, wie wir die Selbstbestimmung der Frauen von den Kommunen, aus den Dörfern, aus den Familien hinaus, in den Dörfern, in den Straßen, in den verschiedenen Regionen, in den Städten zu erhöhen, hat natürlich uns sehr viel gekostet. Sowohl den Übergriffen, die wir erlitten haben, heute noch erleiden. Viele Aktivisten unserer kurdischen Frauenbewegung sitzen in den Gefängnissen, werden verurteilt. Wir haben zum Beispiel unsere letzte Sprecherin Ayşe Gökhan, wurde zu 30 Jahren Haft verurteilt. Die kurdische Frauenbewegung, aber auch die Frauenrevolution, was wir hier in Rojava erlebt haben, was wir heute gesehen haben nach dem Tod von Jina Amini im Iran mit Jinjian Azadi, ist ja natürlich ein Slogan, das von der kurdischen Frauenbewegung kommt. In den letzten 30, 40 Jahren hinaus, das ist daher gekommen. Und Jin heißt ja Frau, Leben heißt, Jian heißt Leben, Azadi heißt Freiheit.